Ich habe mich kurz gestärkt und mache direkt weiter hier bei Tohu. Namen vergessen. Vielleicht hätte ich nicht zu viel essen sollen. Ja, was müssen wir hier jetzt als nächstes machen? Kann ich überhaupt durch? Oh. Wir sollten vielleicht mal mit dieser Kapuzentante reden. Oder Typen? Oder wie auch immer. Ich erinnere mich daran, dass damals, als du ein kleines Mädchen warst, seltsame Dinge zu geschehen begannen. Etwas fiel vom Himmel herab. Danach begannen die Mechanismen sich auszubreiten und ein Land zu besetzen. Was willst du mir das sagen? Ich bin schuld an dem Elend der Welt, oder was willst du sagen? Ein Tröte-Tröt. Okay, da irgendwie Feuer und Gedöns und so weiter und so fort. Aber was kann ich hier machen? Ach so, ich muss im richtigen Moment hier... Oder, warte mal. Der kann ja bestimmt nicht runtergeschmissen werden, oder? Ah nee, wir müssen einfach nur im richtigen Moment wahrscheinlich da drauf durchlaufen, oder? So, da kann ich durch. Was ist mit dem? Ja eben, da kann man bestimmt auch drauf drücken, oder? Ach! Das ist mit Zeichen, okay. Okay, welches Zeichen ich dafür brauche, das weiß ich nicht. Soll ich raten? Gehen wir uns weiter umgucken, okay? Bevor wir wieder voreilige Schlüsse ziehen. Was gibt's hier Schönes? Darf ich hier was klauen? Dafür braucht sie Kraft. Okay, alles klar. So. Was bringt es uns, wenn wir das Ding hier irgendwie wohin bewegen? Können wir es da drauf packen? Und dann? Ah, da ist ein Zeichen. Alles klar. Also das heißt doch, unten das Zeichen ist richtig. Warte mal, dann gehe ich nochmal nach unten. Dann müsste das ja eigentlich da unten das kleine... Ist das ein Fuchs? Ein Fuchsgesicht? What does the fox say? Ring, ding, ding. So, genau. Dann ist das schon mal richtig. Okay. Hier. Was ist hier? Da komme ich nicht ran, ne? Wenn ich da hochgehe vielleicht? Ja. Und noch eins hoch. Und jupp. Super machst du das. So, ist das... also ein Schiff. Wenn da ein Schiff dabei ist, dann muss ich das auf jeden Fall nehmen. Ja. Das ist das richtige Zeichen. Okay. Und jetzt, wo ist das letzte Zeichen? Ein Zeichen brauchen wir noch. Da hoch? Ja gut, das bringt mir nichts, ne? Ich denke, das wird das Endergebnis sein. Da hoch komme ich auch nicht. Oder warte mal kurz. Wenn ich jetzt die Steine wieder wegnehme, könnte da vielleicht... Oh, das wollte ich nicht. Ich darf die Steine nicht mehr wegnehmen. Was? Okay, das ist nicht das Rätsel der Lösung. Ich darf die Steine nicht mehr wegnehmen. Okay, gut. Dann gehst du wieder weg. Ich habe gedacht, wenn ich die Steine wegnehme, beide, dann könnte es ja sein, dass da hinten noch ein Zeichen ist. Nee, das wird es nicht sein. Irgendwas hier... Ah, warte, hier. So. Okay. Das wird aber wahrscheinlich auf Dauer nicht klappen. Das bricht da jetzt ab, oder wie? Warte mal. Da fehlen uns Stücke. Ja, und da unten ist zum Beispiel eins. Da haben wir ein Stück... Kann ich mich jetzt wieder verwandeln? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Okay, wir brauchen Teile, die wir da reinstopfen können. Und wenn wir da die da reingestopft haben, dann kommen wir da ganz hoch. Das ist ganz cool, das Rätsel. Was ich sofort rausgefunden habe, dann liebe ich solche Rätsel. Wenn ich sie sofort checke, dann sind sie ganz, ganz toll. Entschuldigung. So, geh mal dahin. Ja. Oh, Pumps. Und zip. Oh, und das letzte Zeichen ist da. Super. Aber reicht da schon eins? Ich sehe hier nirgendwo andere.
So. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da eins schon reicht, oder? Wobei, sie kann immer wieder das untere nehmen und nach oben legen. Stimmt, macht Sinn, macht Sinn. Aber es ist, ich glaube, für so ein kleines Mädchen ist es ganz schön ambitioniert, ne? Oder sagt sie Wii U? Die waren Flop. Ich habe letztens, beziehungsweise heute erst gehört, dass für Nintendo die Nintendo Switch die absolut wichtige Konsole gewesen ist. Warum? Weil die... Oh nein, du solltest das Ding wieder wegnehmen. Solltest du eigentlich. Kann man das nicht? Kann ich das nicht wieder wegnehmen? Doch, jetzt hier, warte. So. Die Nintendo Switch war die absolut wichtige Konsole. Wenn die gefloppt wäre, dann wäre Nintendo ziemlich am Arsch gewesen. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben war. Ich meine, das hat Reggie das Interview gegeben, der ja sowieso mit Nintendo ja mittlerweile nichts mehr im Hut hat. Aber gut, natürlich, eigentlich müsste er ja wissen, wovon er spricht. Und, aber dass die Wii U so ein kolossaler Flop gewesen ist, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das fand ich jetzt doch ein bisschen arg krass. Also so ein Riesenflop, damit hätte ich nicht gerechnet. Gut, sie porten jedes einzelne Spiel. Das heißt, sie hat sich offensichtlich wirklich nicht so gut verkauft. Ja, sehr gut. Du kannst jetzt runterspringen. Geht das? Warte mal. Hättest du vielleicht auch da hochspringen können und dann rüber? Nee. Oh, jetzt muss ich den ganzen Kack nochmal machen und nochmal runtergehen. Oh, Alter. Nee, warte. Nee, da kannst du nur hoch. Ah, oh, sonst bricht sie sich ja ihre kleinen Knöchelchen. Mein Gott, die soll sich in diesen komischen Koloss verwandeln und dann einfach runterdüsen. Macht doch keinen... Also bitte, der bricht sich ja nichts, oder? Was? Nein! Nein, 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 nein. Ich will die Knöpfe wieder rückt. Machen hier. So. So, jetzt geh runter, genau. Dann nimmst du das Teil da und stopfst es wieder runter. Okay, das war jetzt eigentlich... Gut, da musste man jetzt auch ein bisschen nachdenken. Aber ich fand, das war jetzt... Da war jetzt eigentlich alles ziemlich offensichtlich. Da war jetzt nichts groß Schmieriges dabei für mich, finde ich. Also, bis jetzt schon Zwischenfazit. Das schwierigste Spiel war immer noch das mit den Blättern. Boah, hat mich das genervt. Das hat mich so übelst genervt. Egal, was für andere Dinge da noch gewesen sind, bei denen ich lange überlegt habe, bis ich rausgefunden habe, was es ist... Dieses Blättergedöns war absolut der Abfuck-Kack. Wirklich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war schlimm. Ich werde nachts Albträume davon haben. So, gibst du mir jetzt endlich mal das Teil, Mensch? Oh, reg dich doch nicht auf. Oh, was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich hab doch keine Angst. Ich bin's doch nur das Mädchen. Boah, ich dachte, du wärst ein böser Kerl und wolltest mir wehtun. Keine Sorge, ich habe nur nach meinem toten Teil gesucht. Kannst du es mir bitte geben? Ja, er gibt's ihr hart. Das Teil nicht. Das notwendige Ding. Okay, jetzt haben wir alle drei. Geht die Maschine jetzt wieder? Da kommt bestimmt gleich wieder der oberblöde Idiot mit der Maske. Mit der Mütze, mit dem Cape und macht alles wieder zunichte, oder? Tschüss, alle zusammen. Tschüss, Scientology. Grüß mir Tom Cruise. Ha, schön, oder? Wieder neue Leute kennengelernt. So geht man durchs Leben. The girl has collected all of the totem's missing pieces, but she'll need to hurry if she wants to put a stop to the chaos. Beeilung, Beeilung, Mädchen. Da gibt es noch etwas zu erledigen. Boah, Alter. Der Fisch ist jetzt voller Öl oder sowas. Ist das Mädchen eigentlich Greta, dass sie hier die Umwelt retten will? Das wär irgendwie niedlich, oder? Wenn die kleine Greta heißen würde. Ganz am Ende kriegt man das dann mit. Aber das muss ja ein Pseudonym sein. Die darf ja nicht Greta Thunberg heißen, weil das würde ja zu offensichtlich. Die heißt dann Greta Thunfisch oder so. Oder? Ich fände das total intelligent. Würde auch überhaupt keine Ähnlichkeit haben. Sämtliche Ähnlichkeiten zu lebendigen Personen, realen Personen sind rein
zufällig. Da ist er schon wieder, der Arsch. Gib mir jetzt. Zum Heil. Kannst du mir einen auf den Deckel geben? Der macht schon wieder alles im kaputt. Mädchen, mach was. Was machst du da? Verschwinde. Ansonsten bekommst du die Macht des Klangs zu spüren. Die Macht des Klangs. Okay, wir lassen jetzt mal richtig hardcore laut einfahren. Okay. Was muss ich tun? Die Macht des Klangs. Okay. Ich kann mit dem Ding hier nichts anfangen. Irgendwas müssen wir tun. Waren wir da schon drin? Nee, da sind wir tatsächlich noch nicht reingegangen. Das war letztes Mal nämlich zu. Da hatte ich doch auch schon gesagt, dass mir das sehr, sehr suspekt vorkommt, dass ich da nicht rein darf. Okay. Hier ist ein Knopf. Was? Wenn man irgendwo einen großen roten Knopf sieht, immer drücken. Thank you for pressing the self-destruct button. So, drück mal. Warum nicht? Achso, du brauchst Muckis. So. Ich meine, das ist klar, ne? Das muss ja hier hin, wahrscheinlich. Ah, nee, Quatsch. Das muss die andere Seite. Hier hin. Oder? Ah, warte mal. Das Ding muss voll laufen erst, ne? Aber das Problem ist... Da kommt ja nichts raus. Oder? Da kommt ja nichts raus aus den Dingern hier. Ich muss den Mechanismus erstmal zum Laufen bringen. Solange das hier nicht... Ach, zieh mal am Hebel. Das wird der Mechanismus sein, oder? Okay. Da scheint irgendwas verstopft zu sein. Gut. Wir versuchen es nochmal, ne? Also, mach mal das Ding da drauf. Vielleicht ist das... Also, ich dachte jetzt, da kam... Ich glaube, von da kam was raus, oder? Gucken wir mal ganz genau hin. Ich krieg schon richtig Gänsehaut verspannt. Tatsächlich. Oh, jetzt ist aber voll. Jetzt ist aber voll, du. Alter Schwede, du. Huiuiuiuiui. Da ist zu viel drin. Das ist das Problem. Genau, jetzt müssen wir nämlich hier ein kleines Umschichtespielchen machen, scheint mir. Wir müssen jetzt gucken, dass das beides bei den roten Strichen endet. Ich kann sein, dass ich es jetzt schon falsch gemacht habe. Genau. Ich habe es jetzt schon falsch gemacht. Warte mal. Eigentlich müssen wir doch nur hingehen. Das Ding... Genau, das Ding hier hinpacken. Oh Gott, das ist schwierig. Warte mal, das sind drei Striche. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich probiere jetzt einfach mal was, Leute, okay? Also, ihr habt gesehen, wir brauchen die richtige Menge. Die richtige Menge wird wahrscheinlich 4 sein. Steht ja auch oben auf dem Ballon. Wir müssen also bis zum 4. roten Strich kommen bei dem Gefäß, bei dem großen Gefäß. Das kleine Gefäß reicht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt langsam anfangen, hier immer umzuschichten. Von der einen Seite auf die andere und umgekehrt. Hin und her geschichten. Sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Wenn man intelligent ist. Wenn man Toffee heißt, ist es ein Problem. So, jetzt packst du das Ding mal hier hin. Genau, und dann drücken wir jetzt den Knopf, um es zur rechten Seite zu manövrieren. Zumindest habe ich das jetzt mal so interpretiert, dass das so geht. So, jetzt sind wir beim 3. Strich. Genau.
Jetzt müssen wir hingehen und Das war nicht so intelligent. Warte mal, hier sind 5 Striche. Wenn ich die 5 Striche... 2... Warte mal. Wenn ich die 5 Striche nehme, sind da einmal bleiben noch 2 übrig. Geht das? Kann sein, dass ich es total falsch gemacht habe. Ich versuche mal was anderes. Ich glaube, das war falsch, was ich jetzt gedacht habe. Ich versuche mal was anderes. Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt die 3 Striche nehme und da hoch platziere. Muss man wieder komplett von vorne anfangen oder bleiben die gespeichert so quasi? Nee, man muss komplett von vorne anfangen. Also es geht wirklich darum, dass man hier 4 Striche am Stück hinbekommt. In dem Sinne nehmen wir jetzt das Gefäß, setzen es hier ab. So. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gerade irgendwie so eine Ahnung. Ich war so stolz auf mich, dass ich das andere Rätsel mit den Schaltern und so weiter und so fort, mit der Leiter und so, dass ich das alles so super hingekriegt habe. Ich war so stolz auf mich. Dann, da muss das hier richtig gut funktionieren. Das darf gar nicht anders. Was machen wir eigentlich mit dem Radio? Ach, das ist der Klang. Stimmt. Wir spielen ihm ein Lied von Modern Talking vor. Und dann haut er ab, der Mann mit der komischen schwarzen Kutte. So, drück mal aufs Knöpfchen. Was passiert jetzt? Genau, und 2 bleiben übrig. Genau. Genau, und jetzt müssen wir hingehen. Und das Zeug quasi wegschütten. Genau, wenn wir das weggeschüttet haben, dann können wir... Genau, dann machen wir die 2 da rein. Warte mal. Wenn wir das weggeschüttet haben, können wir die 2 da rein machen. Boah, das ist kompliziert, Alter. Wir haben das dann weggeschüttet. Wenn wir das weggeschüttet haben, die 3 Dinger, dann bleiben noch 2 übrig. Wir müssen dann auch irgendwie schaffen, 2 da reinzubekommen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das ist nicht so einfach. Wenn wir die 3 darüber bringen. Das bringt uns gar nichts. Ich muss es so probieren. Es geht ja gar nicht anders, glaube ich. Die müssen jetzt weg. Das geht ja sowieso nicht. Haben wir ja vorhin festgestellt, ne? So. Reicht nicht. So. Jetzt muss ich hingehen. Und diese 2... Also wenn ich den jetzt wieder mit 3 fülle, dann habe ich ja quasi die gleiche Aussagensituation wie vorher. Das heißt, ich muss jetzt hingehen und den hier mit 2 füllen. Genau, doch, stimmt. Ja, macht absolut Sinn. Genau, ich fülle den mit 2, so, fülle den wieder mit 5, mach 1 weg und dann habe ich 4. Oh, Alter, ich hab's rausgefunden. Ich bin happy. Ich habe gerade eben eine Waffel gegessen. Die 3 Waffeln gegessen. So Fertigwaffeln aus dem Supermarkt. 3 Waffelstück gegessen. Und die haben mich intelligent gemacht. Es hat ein bisschen gebraucht, bis sie unten gelandet sind, weißt? Im Magen. Und dann muss das Ganze verarbeitet werden und landet dann im Hirn. Und Zucker im Hirn und sowas. Alles gut durchblutet und sowas. Jetzt klappt es. Super. Alles klar. Nimm das Ding. Pack's hier drauf. Wir haben's rausgefunden. Das ist aber auch so ein ganz berühmtes Rätsel. Das kannte ich auch schon. Wie das mit dem Wolf. Mit dem Wolf und dem Schaf und dem Kohlkopf. Dieses Rätsel ist ein uraltes Rätsel. Das kenne ich schon seit Ewigkeiten. Und das hier sagt mir auch irgendwas. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
mitgekriegt. Geknobelt oder sowas. So, jetzt stimmt's. Ha! Rein da! Yeah! Und jetzt gehen wir wieder hoch. Wir sind durch hier hinten. Diese ganze Zeit mit diesem ekligen Öl oder diesem Teer zu arbeiten. Ach, Greta, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Nachher stinkste. Wobei Öl riecht. Wobei doch, stimmt, Öl riecht ganz eklig. So. Jetzt nimm mal den Ghetto Blaster. Und wo machen wir den jetzt hin? Können wir den jetzt irgendwo hinpacken? Hier rein vielleicht. Ich brauche ein Radio, um einen Klang zu erschaffen. Ja, habe ich doch gemacht. Und ich brauche einen Verstärker, um ihn laut zu machen. Ach so. Und ein Kabel, um sie zu verbinden. Es wäre auch eine gute Idee, eine Satellitenschüssel zu besorgen, um den Klang zu konzentrieren. Also noch ein paar Wünsche? Ich hätte auch gerne noch eine CD, um den Klang ganz besonders zu machen. Und dann hätte ich ja noch eine Tüte Chips, um mich dazu... Um es so richtig zu genießen, den Klang zu hören. Und dann hätte ich ja noch Ohrenstöpsel, damit das Ganze vielleicht irgendwie nicht zu laut wird oder sowas. Und dann hätte ich ja noch eine Fußmassage. Was hättest du sonst noch? Hey, bitte. Jetzt hört's aber auch. Da ist der Ghetto Blaster. Okay. Was ist das denn? Nee, da will sie nicht hin. Dann geh halt da rein. Ist das ein Riesenkrebs? Sieht ein bisschen komisch aus. Oh, so ein Lichterrätsel, ne? Alles klar, genau. Wir müssen das Licht so projizieren, dass es... wo landet? Hier oben wahrscheinlich, ne? Genau. So vielleicht? So... Genau. Das müsste aber eigentlich gar nicht so schwer sein. Ups, ne? Eigentlich gar nicht so schwer sein. Ja, ist voll easy. So, warte mal. Ich versuch's mal von der anderen Richtung. So. Wenn das Licht von da kommt, muss es nach da. So, und dann muss es von da nach da oben. Von da nach da. Das ist nicht so einfach. Okay. Kann ich nochmal von resetten? Ja, genau. Ich will nochmal resetten. Ich will nochmal rausfinden, wie das geht. Ey, ich will resetten, habe ich gesagt. Was soll das? So, warte mal. Wir starten hier. So, peng. Dann schießt es nach da. Dann schießt das nach da, nach da. Nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Da. So, das. Nee, nicht du. Du bist falsch. Oder? Aber ich kann es ja gar nicht anders projizieren. Es geht ja gar nicht. Ich kann ja nur dahin. Weil das Licht sonst anders fällt. Ich kann den nur nach da machen. Den kann ich auch nur nach da oben machen. Den kann ich nur. Ach so, nee, so. So. Aber jetzt? Genau, das geht ja auch nicht. Ja, und dann? Was habe ich denn davon? Nee, das kann nicht sein. So viel zum Thema, das ist gar nicht so schwer. Das ist mega schwer.
Ich hätte gedacht, dass es mega easy ist. Bezüglich. Aber was ist eigentlich mit dir? Wie kommst du eigentlich ans Licht? Wer kann dir denn Licht spenden? Der da. Ja, aber auch nur, wenn es richtig reinkommt. Nee. Wie kann man dem eigentlich Licht geben? Nur durch den da, ne? So. Warte mal, so. Aha, ich kann es ja auch andersrum machen. Stimmt, ich kann ja auch mal andersrum versuchen. Ich habe die falsche Richtung gewählt. Ah, das wird's sein. So. So, so, so. 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 Aha. Jetzt haben wir das in die andere Richtung. Das ist nicht schlecht. Weil, wer weiß, ob das hier so funktioniert, okay? So, 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 so. Nee, das geht nicht. Dich kann ich nach oben projizieren, aber dann bringt mir das hier nichts. Die bringen ja alle nichts, die Spiegel. Also das bringt mir überhaupt nichts. Nach da oben. Ich muss nach da unten. Den kann ich aber nach... Nee, auch nicht. Also der muss auch hier hin. Der muss auch nach oben. Geht nicht anders. Der muss... Alter, huiuiuiui. Ist das eine komplizierte Kacke? Ist das eine Kacke? Das ist eine Kacke. Scheiße, ist das kompliziert. Scheiße, ist das kompliziert. Was ist denn hier los, Alter? Pew. Pew. Ich probiere jetzt alles aus, was geht. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die gehen, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Also wenn ich jetzt hier andere Dinger verwende oder so, seht ihr ja, dass es nichts nützt. Ich muss ja irgendwo einen Spiegel erwischen. Solange ich keinen Spiegel erwische, hat uns das alles nichts gebracht. So, warte mal, genau, das hatten wir aber vorhin auch schon mal und das hat mir auch nichts gebracht, weil die beiden darf ich nicht verschieben, weil sonst ist alles im Arsch. Den da kann ich verschieben. Aber der bringt mir nichts. Okay, alles klar. Das heißt, ich kann nur nach unten gehen. Den kann ich nur nach da machen. Den kann ich nur nach da machen. Den kann ich nur nach da machen. Und den darf ich nicht verschieben. Das heißt, das kann nicht die richtige Lösung sein. Genau, wir können das Ganze auch noch umdrehen. Machen wir das so. Das bringt mir nichts. Das bringt alles nichts. Nee. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Fehlt mir da noch ein Teil oder sowas? Hier die Mitte oder sowas. Vielleicht habe ich noch irgendein Teil vergessen. Das muss ich erst finden oder einsetzen oder sowas. Das wäre mega assi, ne? So, hier, das bringt aber nichts. Das nützt nichts. Egal, was ich mache, es nützt nichts. So, jetzt kann ich das nach unten packen. Egal, was ich mache, es nützt nichts. Toffi, Moment. Boah, Toffi, du bist ein Trottel. Hm? So, was können wir jetzt hier machen? Können wir das Teil drehen? Ah, wir müssen das ein richtiges Zeichen drehen hier, oder was? Haha, aber was ist das Zeichen, was ich brauche? Wie sieht es aus? Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen muss. Bin ich jetzt doof? Wie muss das am Ende aussehen? Ich habe keine Ahnung. Muss einfach mehrere Male drehen. Wee, wee, wee. So. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen muss.
Irgendwie müssen wir noch ein Zeichen haben oder sowas, oder? Gibt's ja eigentlich auch noch ein Tier zum Sammeln? Gibt es sonst immer Tiere zum Sammeln? Hier ist aber gerade keins. So, dann dich drehen. Irgendwo hin. So vielleicht? Hä, wie kann... Jetzt hier raus, genau. Alles klar. Joa. Glaub ich, dass das richtig ist. Ach, warte mal. Das muss nach oben. Ach, da unten sind doch die Zeichen. Da unten sind doch die Zeichen. Was ist denn mit mir los? Da unten sind doch die Zeichen. Ich brauche eine Brille. Ich habe Kontaktlinsen auf. Aber offensichtlich wirken die nicht mehr. So. Da unten. So, genau. Uah. So. Nee, warte. Na, nee. So war schon richtig. So ungefähr, ne? So. Zählt. Komm, das zählt. Okay. Dann gehst du wieder hoch. Und das Zeichen muss wie rum? Ach so, nee. Hä? Ach so. Ach, wir müssen jedes von diesen Zeichen zu... Ach so. Ach so, jedes einzelne. Und dann wird sich jedes Schloss öffnen, oder wie? Aber wie ist denn das hier zu nutzen? Weil da sehe ich irgendwie keine Punkte. Oder ist das... Doch, warte mal. Hier unten so. So ungefähr, ne? So, okay. Alles klar. Ich probiere mal was. So, dann ist der in der richtig. Und jetzt fehlt nur noch der eine. Der hier muss nach oben. Boah, das ist kompliziert. Aber eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man es mal verstanden hat. Ja, genau. Jetzt schneidet er das eine Ding ab. So, das müssen wir jetzt noch zwei andere Male machen. Und das machen wir das nächste Mal. Part ist schon wieder Überlänge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bewertung. Vergesst sie nicht. Tschüss.